Vielen Dank, dass Sie sich zu Ehren der Familien der Opfer von Hanau, des Mordattentates von Hanau, erhoben haben. Verehrte Familien Roman und Kirpatsch, Gültekin, Hashemi, Kurtovic, Saracoglu, sehr geehrter Herr Idris Hashemi, der Sie heute auch in Vertretung von Familie Paun bei uns sind, sehr geehrter Herr Bayas Kendir, der Sie Überlebender des Anschlages von Hanau und heute auch als Vertreter der Familie Gürbitz bei uns sind, sehr geehrter Herr Minnemann. Meine Gedanken gehen zurück in die Nacht vom 19. auf den 20. Februar des vergangenen Jahres. Für uns alle bleibt diese Nacht ein unauslöschbares Datum. Es gab keine Worte, die das Unbegreifliche hätten beschreiben können, und es gibt sie auch heute nicht. Beinahe ist seitdem ein Jahr vergangen, der Schmerz aber ist nicht vergangen, der Schmerz ist geblieben. Und das Bewusstsein, dass Ihre Kinder, Eltern oder Geschwister nicht nach Hause kommen, hinterlässt Leere und es hinterlässt auch ein Gefühl der Ohnmacht. Es gibt keinen Trost für Ihren Verlust und jeder neue Tag bereitet, wie ich aus den Gesprächen mit Ihnen weiß, große Mühe. Ein Blick in die Zukunft zu werfen erscheint nahezu unmöglich, denn Sie tragen in Ihrem Innern schwer an den Folgen jener Nacht. Und vor allem eines wird Sie nicht loslassen, die Angst, dass sich ein solcher Albtraum wiederholen könnte. Wir können nur erahnen, was Sie durchlitten haben und was Sie immer noch erleiden. Uns allen ist bewusst, das zurückliegende Jahr hat Ihnen die Trauer auch nicht leicht gemacht. Denn auch das wissen wir, gemeinsames Trauern, Nähe beim Trauern hilft bei der Bewältigung. Wir alle wissen, dass gemeinsames Trauern und die Nähe, die dabei sich entwickelt, Schmerzen lindern kann. Aber das gemeinsame Trauern und der Austausch untereinander waren wegen dieser furchtbaren Pandemie so nicht möglich. Und darüber stand vielleicht auch Ihre Sorge, dass das Virus die schrecklichen Morde überschatten und diese abscheuliche Tat in Vergessenheit geraten könnte. Wir alle hier möchten Sie wissen lassen, diese niederträchtige Tat wird nicht in Vergessenheit geraten. Und deswegen haben wir Sie auch heute hier zu uns in die Volksvertretung aller Hessinnen und Hessen zum Gedenken eingeladen. Denn Gedenken ist gelebter Widerstand gegen Menschenfeindlichkeit. Und ich habe Ihnen das in unserem kurzen Vorgespräch auch gesagt. Ich danke Ihnen von Herzen dafür, dass Sie heute in das hessische Parlament gekommen sind. Das bedeutet uns sehr viel, dass Sie heute hier, dass Sie heute bei uns sind. Der Mörder von Hanau wollte ausgrenzen. Und die Tatsache, dass Sie heute inmitten der frei gewählten Volksvertretung sitzen, zeigt, dass Sie mitten unter uns sind. Sie sind mitten unter uns. Und dass wir solche Ausgrenzungen nicht und niemals dulden. Wir wollen heute gemeinsam der Menschen gedenken, die Sie und wir alle in der Nacht vom 19. auf den 20. Februar des zurückliegenden Jahres verloren haben. Neun Menschen, neun Lebensgeschichten, neun Freunde, Söhne, Töchter, Bekannte und Nachbarn, ganz einfach neun von uns, deren Leben gezielt und brutal ausgelöscht worden ist. Ich habe die neun nicht persönlich gekannt, aber ich habe viel über sie gelesen und ich weiß auch aus den Erzählungen von Ihnen viel über diese neun und glauben Sie mir, ich hätte jeden von Ihnen gerne kennengelernt. Jeden von Ihnen gerne kennengelernt. Gökhan, Sedat, Said, Mercedes, Hamza, Willi Viorel, Fatih, Ferhat und Kaloyan. Neue Namen, die die Liste der Opfer rassistischer Gesinnung in unserem Land verlängern.
Wir gedenken heute Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Kadojan Velkov. Jeder von ihnen hatte seine eigenen Träume, seine Hoffnungen und seine Perspektiven. Jeder von ihnen hatte eine eigene Geschichte. Eine Geschichte, deren Erzählfaden abrupt zerschnitten worden ist. Das Attentat von Hanau ist die Eskalation. Rassistisch und rechtsextremistisch motivierte Anschläge in Deutschland in jüngster Zeit. Und ich hatte das damals kurz nach dem Attentat gesagt und ich sage das auch heute wieder. Ich empfinde Zorn, aber ich empfinde auch Scham, dass das möglich gewesen ist. Aber auch das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Die Morde von Hanau haben uns wachgerüttelt. Sie haben uns die Augen geöffnet. Und deswegen sind die Morde von Hanau eine Zäsur. Und wir erkennen, dass wir 76 Jahre nach der Shoah ein offensichtliches und bedrohliches Problem mit Rechtsextremismus und mit Rassismus haben. Hier, ausgerechnet in Deutschland. Die Morde des NSU, die Morde von Halle, der Mord an Walter Lübcke und die Morde von Hanau. Die Versuchung eines neuen Nationalismus, die Faszination des Autoritären, Hass, Hetze und Demokratieverachtung und nicht zuletzt die Tatsache, dass es zunehmend gesellschaftliche Kräfte gibt, die rechten Denkweisen die Aura gesellschaftlicher Normalität verschaffen wollen. Wer jetzt ruft, während den Anfängen, der meint das sicherlich gut, hat aber nicht verstanden, dass wir mittendrin sind. Und auch das will ich sehr deutlich sagen. Wir haben es zu tun mit den alten bösen Geistern in einem neuen Gewand. Und wäre der Anfang abgewehrt worden, wären wir nicht da, wo wir sind. Am Mittwoch der letzten Woche haben wir hier im Hessischen Landtag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Und Michel Friedmann hat eine Rede gehalten, die aufrüttelnd war und die bewegend gewesen ist. Ein Satz ist bei mir ganz besonders haften geblieben. Michel Friedmann sagte, es ist schlechter geworden, nicht besser. In unserer Zeit, in der wir leben, in der Zeit, für die wir Verantwortung tragen. Und exakt darum geht es, um das, was wir tun und um das, was wir nicht tun. Die Morde von Hanau kamen nicht aus heiterem Himmel. Das Attentat begann doch nicht mit der Ermordung der 9 jungen Menschen. Das Attentat begann viel früher. Und es hatte eine lange Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte, in der die Sprache verrohte und immer gewaltsamer wurde. Eine Vorgeschichte, in der auf Internetplattformen und Foren eine Unkultur der Verschwörungstheorien und der Missachtung anderer Personen und ihrer Meinungen tobt. Eine Vorgeschichte, in der sich viele einfach gewöhnt haben an Hass und Hetze und auch an die Verächtlichmachung unserer Demokratie. Eine Vorgeschichte, in der der sogenannte Alltagsrassismus zu dem wurde, was er wirklich ist. Rassismus, dem Mitmenschen alltäglich, also jeden Tag, ausgesetzt sind. Und eine Vorgeschichte, auch das muss man sagen, in der viele gedacht haben, was geht mich das an? Aber dieses Attentat, die Morde von Hanau, gehen uns alle an. Das Attentat von Hanau ist ein Anschlag auf uns alle gewesen. Auch das kennen wir. Erst werden Menschen verfolgt. Dann geraten demokratische Grundprinzipien unter Druck und am Ende sind alle in Unfreiheit. Der Mord an den 9 jungen Menschen in Hanau ist ein Mord, der uns alle betrifft und der uns alle angeht, weil Attentäter wie der von Hanau es auf uns alle abgesehen haben. Sie haben es abgesehen auf diesen Staat und sie haben es abgesehen auf die Art, wie wir leben. Auf diese offene und vielfältige Gesellschaft,
Sie haben es abgesehen auf die Demokratie und den Rechtsstaat. Denn Rassismus ist pure Menschenfeindlichkeit. Nach meiner festen Überzeugung verurteilt die Mehrheit der Bürger dieses Landes Rechtsextremismus und Rassismus jeder Art. Aber wahr ist auch, diese Mehrheit, die für eine offene Gesellschaft steht und die in Vielfalt eine Bereicherung und keine Bedrohung sieht, sie muss stärker und sie muss vor allem lauter als in der Vergangenheit bereit sein, für diese Demokratie auch zu kämpfen. Gesetze, Verfassungen oder auch die Organisationen der Demokratien funktionieren doch nur dann, wenn sie von den Bürgern, die die Vorteile dieser Demokratien genießen, auch am Leben erhalten werden. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat einmal gesagt, dieses Deutschland ist das beste Deutschland, das es je gegeben hat. Und ich will hinzufügen, ja, er hat recht. Dieses Deutschland ist das beste Deutschland, das es je gegeben hat. Und deswegen müssen wir es auf Händen tragen. Wir müssen es schützen gegen die, die es zerstören wollen. Und die vielen, die sich positiv für unser Land engagieren, sie müssen einfach lauter sein als die wenigen, die es beschädigen wollen. Und auch das gilt. Es bedarf heutzutage eben keines Mutes, Gesicht zu zeigen und aufzustehen. Jedenfalls noch nicht. Ich möchte Ihnen, liebe Angehörige, im Namen der Abgeordneten des Hessischen Landtages aufrichtig dafür danken, dass Sie Ihre starke und mahnende Stimme erheben. Denn sie findet Gehör. Sie findet in unserer Gesellschaft Gehör. Sie unterstützen damit alle Menschen, die sich für unsere wehrhafte Demokratie, die sich für gelebte Vielfalt und die sich auch für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft einsetzen. Das zivilgesellschaftliche Engagement für die Demokratie, dieses Engagement, das Sie haben und gegen jede Form von Extremismus, ist ein ganz unabdingbarer Pfeiler für ein friedliches Zusammenleben. Und wer Ihnen zuhört, der kann von Ihnen lernen. Der kann von Ihnen sehr viel lernen. Sie haben das Geschehene für alle hörbar eingebettet. In Ihre eigenen Erfahrungen über Alltagsrassismus, Vorbehalte, Ausgrenzung und auch daraus resultierende alltägliche Verletzungen, die so viele in diesem Land eben nicht kennen. Ich kenne sie auch so nicht. Und deswegen ist es gut, dass Sie uns sagen, dass es diese Verletzungen gibt und dass wir gemeinsam diese Verletzungen verhindern müssen, dass wir gemeinsam gegen diese Verletzungen kämpfen müssen, dass sie inakzeptabel sind. Sie haben die notwendige Auseinandersetzung mit rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft wieder sehr klar auf die Tagesordnung gesetzt. In allen Parlamenten, in allen gesellschaftlichen Debatten. Sie haben sie auf die Tagesordnung gesetzt. Sie haben die Menschen aufgerüttelt und Sie haben die Menschen sensibilisiert. Und Sie haben zu Recht Solidarität eingefordert. Hass und Hetze haben in unserer Gesellschaft nichts verloren, denn in unserer freien Gesellschaft darf es keine Toleranz für Intoleranz geben. Jede Art von Rassismus ist Menschenhass. Und in unserer Demokratie steht Menschlichkeit, steht die menschliche Würde, auch in unserem Grundgesetz bewusst an herausragender Stelle formuliert, steht diese menschliche Würde an allererster Stelle. Und wenn es in unserem Land Menschen gibt, die dem Hass, über den wir reden, begegnen und die unter diesem Hass leiden, dann ist unsere Demokratie, dann ist unsere Gesellschaft und dann ist unser Zusammenleben beschädigt. Wir alle tragen Verantwortung. Die Verantwortung unserer Zeit. Und jeder Einzelne von uns muss sich Fragen stellen. Und am Ende fragen, habe ich genug getan? Genug, um unsere Werte zu verteidigen? Habe ich genug getan für gegenseitigen Respekt und Anerkennung? Habe ich genug getan für die Menschlichkeit in unserem Land? Und habe ich genug getan gegen geistige, ja, und auch tatsächliche Brandstiftung? Ferhat Unvar hat Gedichte geschrieben. Am 17. Oktober 2015 schrieb er: Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst. Liebe Angehörige, wir versprechen Ihnen, wir werden nicht vergessen. Ganz im Gegenteil. Dieses Parlament wird immer offen sein für Dialog mit Ihnen. Wir werden das Andenken an Ihre Kinder, an Ihre Eltern, an Ihre Geschwister immer wahren. Und ich gebe Ihnen mein Wort,
gebe Ihnen mein Wort, dass in diesem Parlament immer Platz sein wird für Ihre Geschichte. Es wird, ich glaube, das wissen wir alle, es wird ein langer Weg sein, bis Sie sich wieder sicher und aufgehoben fühlen in unserer Mitte, bis Sie sich wieder sicher und aufgehoben fühlen in Ihrem Land. Aber auch das darf ich Ihnen sagen im Namen der Kolleginnen und Kollegen, der Abgeordneten des Hessischen Landtages, wir werden alles Erforderliche dafür tun. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, sich zu Ehren der Opfer und im stillen Gedenken an all jene, die mit dem Attentat in Hanau bleibende Verletzungen an Körper und Seele erfahren haben, sich zu einer Schweigeminute von ihren Plätzen zu erheben und damit auch im wahrsten Sinne des Wortes aufzustehen gegen jede Form von Rassismus und gegen Hass und Hetze. Ich danke Ihnen, dass Sie sich zu Ehren der Opfer erhoben haben. Und ich danke auch dem Malion Quartett, das unserem Gedenken einen würdigen musikalischen Rahmen gibt. Und jetzt zum Abschluss unseres Gedenkens an die Opfer von Hanau das Adagio for Strings von Samuel Barber spielt. Dankeschön.